Und wir sind jetzt bei der Feuerwehr? Aus Pfaffenhofen an der Ilm. Das liegt zwischen München und Ingolstadt. Das ist die gleiche Korrektur vom letzten Interview? Ja, ganz wichtig, weil da habe ich behauptet, Pfaffenhofen ist südlich von München, aber es ist natürlich nördlich von München. Gab es einen großen Aufschrei auf YouTube? Ja, also auf YouTube wurde es Gott sei Dank nicht kommentiert, aber ich bin mehrfach darauf angesprochen worden. Was war die Strafe? Die Strafe war allein, dass ich angeredet worden bin darauf. Was muss man tun, wenn man so ein Fauxpas macht? Man muss durch die hämischen Kommentare durch. Jetzt sind wir hier in Berlin. Ja. Und wie läuft es so in Berlin? Ja, bis jetzt ganz gut. Also meine Kollegen sind gestern schon einzeln gelaufen, haben ganz ordentliche Zeiten hingelegt. Und Staffelvorlauf sind wir auch ganz gut gewesen mit 1 Minute 33. Das ist ganz gut. Wie waren die letzten Wettkämpfe zwischen Mosel und Berlin? Dazwischen waren wir in Geiselwind und haben da auch ein paar Plätze erringen können. Also mit unserer Staffel sind wir Zweiter geworden. Und Gesamtwertung Bayern war ich Zweitschnellster und Andreas Drittschnellster. Was sind die Ziele, wenn man hier nach Berlin fährt? Was hat man für ein Ziel? Was will man gerne erreichen? Im Einzellaufen schöne, gute Zeit hinlegen, irgendwie so um die 2 Minuten. Und Staffel einfach möglichst weit kommen. Was heißt weit kommen? Naja, den Vorlauf durchzukommen und dann muss man ein bisschen Glück haben, dass man nicht gleich gegen eine Mannschaft wie Berlin laufen muss, dass man ein paar Runden weiterkommt. Ist es so, dass das Training verschärft wird im Laufe des Jahres oder wird es eher weniger? Nee, es ist schon verschärft worden. Also wir haben jetzt am Schluss 2 bis 3 Mal in der Woche trainiert. 2 bis 3 Mal, das heißt jeden Tag 30 Minuten oder? Nee, jeden zweiten Tag. Also Montag, Mittwoch, Freitag. So haben wir es uns eingeteilt gehabt. Wie sehen die nächsten Wettkämpfe aus? Wo geht's nach Berlin hin? Oder ist dann Schluss für dieses Jahr? Ja, dann ist leider Schluss für dieses Jahr. Anscheinend, wir wollten nach Österreich noch, nach Wels. Da haben wir aber die Mitteilung bekommen, das fällt aus, weil zu wenig Teilnehmer dort waren. Und darum wird es für dieses Jahr wahrscheinlich erst einmal Schluss sein. Das heißt, ich glaube, das nächste Event ist ja auch irgendwann die Weltmeisterschaft in Amerika. Da geht's nicht hin. Ja, das wird sich zeigen. Ich laufe ja noch einzeln, da müsste ich ja lediglich unter 1 Minute 50 laufen, dann fliege ich nach Amerika. Ist es realistisch? Es wird knapp werden. Danke fürs Interview und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Jahr wieder. Ja, auf alle Fälle. Dankeschön. Danke auch.